Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe gerade im Internet eine Diskussion gehört zwischen zwei amerikanischen Theologen über Israel und die Rolle Israels und Landverheißung. Und die waren unterschiedlicher Meinung. Und das ging, glaube ich, 3 Stunden. Nach einer Stunde, oder ich habe 1 Stunde angehört, ja. Und dann ist mir eingefallen, dass ich letztens auch eine Predigt gehört habe von jemandem, der gesagt hat, also er wird öfters angeschrieben und die Geschwister, die ihn dann anschreiben, die sagen, sie sind so durcheinander. Ja? Der eine lehrt so und der andere lehrt so. Und jeder hat so seine Spezialoffenbarung und Spezialmeinung. Und sie sind komplett durcheinander und sie wissen überhaupt nicht mehr, was sie halten sollen von dem einen, von dem anderen, was sie jetzt glauben sollen. Wobei ich auch immer erstaunt bin darüber, dass diejenigen, die sagen, sie werden vor der Trübsalzeit entrückt, das sind die, die immer am besten Bescheid wissen, was alles in der Trübsalzeit passiert und sich am meisten damit beschäftigen. Ja? Eigentlich müssten die ja sagen, sind wir eh nicht mehr da. Geht uns auch gar nichts an. Und auf der anderen Seite gibt es Geschwister, die sagen, wir müssen noch durch die Trübsal und die kennen sich kaum aus in der Endzeit. Ja? Oder haben auch Gemeinden, wo das kaum behandelt wird. Ja? Also irgendwie steht da alles Kopf. Ich mache das anders. Ich beschränke mich auf das, was ich weiß und was ich meine, aus der Bibel erkannt zu haben. Und die anderen Auslegungsweisen oder Arten, die schaue ich mir auch an und speichere die im Kopf ab. Und wenn es soweit ist, dann wird man ja an die ein oder andere Auslegungsart auch erinnert werden. Und ich glaube, dass das so auch ganz in Ordnung ist. Ja. Zukünftige Dinge, die sind so schwer festzustellen, weil die halt zukünftig sind. Ja. Und der eine liest seine Bibel so und der andere liest seine Bibel so. Dem einen hat der Herr das offenbart und dem anderen hat der Herr das offenbart. Und Paulus sagt ja auch, die Erkenntnisse sind unterschiedlich. Ja. Nur das, was wir schon erkannt haben, daran wollen wir festhalten. Das heißt, ihr werdet also im Internet Brüder und Schwestern treffen, die unterschiedliche Erkenntnisse haben, weil die unterschiedliche Bibel Kenntnisse haben, vielleicht fehlt denen der ein oder andere Punkt für ihre endzeitlichen Aussagen. Vielleicht sind die geprägt durch eine bestimmte Theologie, die sie auf der Bibelschule mitgebracht oder von der Bibelschule mitgebracht haben. Vielleicht haben die eine andere Sichtweise aufgrund persönlicher Überzeugungen oder persönlicher Hintergründe. Das gibt's alles, ja. Ich lasse mich da auch nicht durcheinander machen von. Spurgeon hat mal gesagt, ich hole mir überall Milch, aber Butter mache ich zu Hause selber, ja. Irgendwie so hat er sich da ausgedrückt und ich finde das eine ganz gute und entspannte Haltung, ja. Man hört dies und man hört jenes und ich glaube, wenn es wirklich soweit ist in der Endzeit, dann ist man an die ein oder anderen Aussagen erinnert, die man schon mal gehört hat, ja. Bei mir ist es relativ simpel, ja. Ich habe ja sehr, sehr viele Videos gemacht über ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Im Prinzip geht es bei mir um 3 Themen. Das erste ist die Staatsgründung Israels, die kann jeder auch schon sehen. Das zweite ist, dass Israel zerbrechen wird in 2 Teile, in einen Norden und in einen Süden, ja, wie wir das immer schon hatten im Alten Testament, also Ephraim und Juda, so glaube ich, wird das in der Endzeit wieder kommen. Und der dritte Punkt ist, dass Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommt, und zwar nicht prozesshaft, sondern katastrophisch, wenn man so sagen will, an einem bestimmten Tag, wenn Jerusalem nämlich belagert wird und angegriffen wird. Ich glaube, dass dann viele aus Jerusalem weggehen werden und nur ein kleiner Überrest in Jerusalem verbleibt und dass die während der Belagerung zum Glauben an Jesus Christus kommen und wiedergeboren werden. Ja? So wie in Sacharja auch steht, das wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Was geschieht durch Gottes Geist? Die Gemeinde Jesu kommt zusammen, ja? Wird geboren, ja? Wird gezeugt und geboren. Und Sacharja sagt, das geschieht nicht durch Heer oder Kraft. Es geschieht also nicht durch die Belagerung der Stadt Jerusalem durch ein Heer. Es geschieht nicht durch äußere Einwirkungen oder Kräfte, die auf Jerusalem einwirken, sondern es geschieht durch meinen Geist. Und das ist natürlich spannend, dass man so einen Vers in Sacharja so gut verstehen kann, wenn man von der Wiedergeburt Jerusalems weiß. Ja? Also lasst euch nicht durcheinander machen, hört euch dies und jenes an, bleibt bei Jesus Christus, das ist das Allerwichtigste. Ja? Ein kindlicher Glaube an Jesus Christus, das genügt. Und wer dazu in der Lage ist oder Interesse hat, sich auch mit vertieften Themen zu beschäftigen in der Bibel, der kann das dann gerne tun. Und wenn es endzeitliche Themen sind, dann werdet ihr eine ganze Palette finden von ganz, ganz vielen verschiedenen unterschiedlichen Deutungen. Meine Deutung ist die, dass viele so unterschiedlich sind oder viele auch so aneinander vorbeireden, wie die beiden Herren, die ich da aus Amerika gerade gehört habe.
weil eigentlich eine ganz bestimmte Sache fehlt, nämlich das Wissen darum, dass Jerusalem in der Endzeit zum Glauben an Jesus Christus kommt und die Gemeinde so abgeschlossen wird. Mit dieser Kenntnis kann man so sehr viele Bibelstellen klären, die bisher dunkel gewesen sind. Ja, es ist auch nicht so sehr schwer zu verstehen. Es ist natürlich für einige Ausleger schwierig, weil dann ihre Vorentrückung fällt und die Möglichkeit einer jederzeit möglichen Entrückung, die fällt dann auch weg, weil man ja eigentlich dann warten muss darauf, bis die Stadt Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Weil die Entrückung entrückt ja die ganze Gemeinde, sogar die Toten werden auferstehen, ja sogar zuerst, ja, und werden mit denen, die übrig sind, dann entrückt werden, dem Herrn entgegen in Wolken und wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Ja. Das bedeutet dann aber, dass das Thema der Wiedergeburt Jerusalems diametral der Thematik der Vorentrückung widerspricht und deswegen wehren sich dann einige auch dagegen. Ja, das ist die Begründung ja dafür. Das heißt, so könnt ihr ein bisschen verstehen, wie die Reaktionen dann sind. Also man hält sehr an der Vorentrückung fest, will die auch nicht lassen. Und wenn jetzt jemand kommt und spricht von der Wiedergeburt Jerusalems, dann sagen die, oh, das würde ja dann praktisch unser kleines Dogma der Vorentrückung betreffen und dann lehnen die das ab. Und dann hat man schon zwei Meinungen. Ja? Und an anderer Stelle gibt es drei Meinungen und dann wieder an anderen Stellen, an anderen Themen gibt es dann fünf oder 15 oder 50. So kommen die zustande. Ja? Und zum Schluss steht man da middle in the gap, ja, und sagt, was mache ich denn jetzt mit meinem Glauben? Dann sage ich, bleib bei Jesus Christus, sei überzeugt von der einen oder anderen Sache, vielleicht auch endzeitlich, wenn du die Sicht hast, dann steh auch dazu, ja, wenn dich jemand überzeugt aufgrund der Bibel, dann hab auch den Mut, dich zu korrigieren und ansonsten werden wir es sehen, wir werden es sehen, es wird kommen, ja, es wird Stück für Stück kommen und davon abgesehen, wenn wir nicht so sehr auf die Endzeit und auf die Entrückung fixiert sind, dann glaube ich, dass wir unser Alltagsleben auch wieder ein bisschen in den Griff bekommen sollten und ein gutes und einen regelmäßigen Tagesablauf haben sollten und das Evangelium weitergeben sollen. Ja? Wer auch immer das hören will oder nicht hören will, dem geben wir Zeugnis von der Hoffnung, die in uns ist. Das ist doch die Aufgabe der Christen. Ja? Und ansonsten sind wir sehr gegroundete Leute. So lange, bis wir vom Ground hier, vom Ground Zero aufgehoben werden in den Himmel, ja? Durch die Entrückung. Aber bis dahin bleiben wir ganz nüchterne Leute, halten uns an Gottes Wort und sagen, gut, ich weiß auch nicht alles aus der Bibel. Ja? Ich höre auch gerne Predigten, wo ich neue Erkenntnisse finde, mich über Jesus Christus freue oder über bestimmte Bezüge in der Bibel. Ja? Das ist eine ganz wunderschöne Sache. Und ansonsten werden wir es sehen. Ja? Also lasst euch nicht durcheinander machen durch die vielen verschiedenen Meinungen. Da gibt es manchmal theologische Schulen, da gibt es manchmal so kleine Dogmen, von denen die Ausleger dann nicht lassen wollen und deswegen bleiben die dann bei ihrer Meinung und entstehen ganz, ganz viele Meinungen. Dasselbe gab es ja über das Taufverständnis, über den Tisch des Herrn, über katholisch oder evangelisch, über Luther oder Papst, über die Freikirchen oder die Landeskirchen, über biblische und nebenbiblische Dinge, über theologische Sachen, über eschatologische Sachen, über soteriologische Themen. Ja? Und der Streit und die Diskussionen, die gehen, bis der Herr wiederkommt. Ja? Des Büchermachens ist kein Ende. Und deswegen muss man irgendwie lernen, auch damit umzugehen und zu sagen, gut, die Baptisten, die sehen die Dinge so, die Brüdergemeinden sehen die Dinge so, die Katholiken sehen die Sachen wieder anders, die Zeugen Jehovas haben ihre eigene Meinung, dann gibt es die evangelikale große Richtung mit Ausnahmemeinung, dann gibt es die Calvinisten und die Lutheraner und die, ich weiß nicht noch was alles, ja, da ganz, ganz viele verschiedene Richtungen. Und da muss man umgehen mit, man muss das zur Kenntnis nehmen und man muss vielleicht auch sagen, ich bin ja selber auch eine bestimmte Richtung, ja, und das ist mein Umgang damit. Ja. Ich selber bin überzeugt davon, dass diese Wiedergeburt Jerusalems richtig ist. Ich habe euch eben erklärt, warum es Ausleger gibt, die das nicht akzeptieren öffentlich, weil damit ihr ganzes Dogmengebäude auch zusammenfällt, auch eschatologisch. Ändert aber nichts daran, dass die Wiedergeburt Jerusalems biblisch ist, ja, und man die sehen kann und ich die in vielen Videos auch gezeigt habe. Aber trotzdem, wenn ihr nicht an die Wiedergeburt Jerusalems glaubt oder euch das nicht vorstellen könnt, dann legt das einfach im Hinterkopf ab. Ja? Wenn ihr die Teilung Israels in einen Norden und einen Süden nicht sehen könnt und vielleicht auch nicht akzeptieren wollt, dann kann ich da leben mit. Ja? Mir genügt, wenn ihr das gehört habt. Das genügt mir. Warum? Weil ich glaube, wenn das eintritt, dann wird man sich daran erinnern. Und dann wird man sehen, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Ja? Jetzt kann man das nur sehen, wenn man die Bibel vertieft studiert. Und viele haben dafür einfach nicht die Zeit, weil die ihre Arbeit haben, ihre Familie, ihre Kinder. Die brauchen auch mal eine Ruhepause. Ja? Und das sei ihnen gegönnt, von Herzen gegönnt. Ja? Wenn es soweit ist, wird man sehen. Wer sich die Zeit nehmen will und die Videos anschauen will, der wird sehen, dass das Hand und Fuß hat. Ja?
Aber ansonsten kann ich euch nur raten, lasst euch nicht durcheinander machen. Bleibt bei Jesus Christus. Christus selber wird auch angegriffen. Ja? Die Dinge, die die Christen heute vielfach als gesetzt sagen und sagen, ja, es gibt ja so Kernthemen im Glauben, die sind ja ganz sicher. Da kann ich euch nur sagen, also die Rabbiner schimpfen da heftig drüber, dass wir an Jesus glauben, und die erklären uns auch die Bibelstellen weg, ja, die wir da aus dem Alten Testament zitieren wollen. Also das ist auch umstritten. Also auch da müsst ihr ja sicher sein in eurem Glauben. Ja. Und der Glaube ruht auf der Schrift, die Predigt kommt aus dem Wort Gottes, ja, und der Glaube kommt aus einer solchen Predigt. Wenn die Predigt nicht aus dem Wort Gottes kommt, ist sie auch keine. Ja. Aber wie gesagt, die endzeitlichen Themen, da gibt es so sehr viele Meinungen. Lasst euch nicht durcheinander machen. Ja? Und wir halten einfach an dem fest, was wir schon wissen. Und den Rest werden wir sehen, wenn Christus kommt oder wenn die Dinge anfangen zu laufen. Ja? Und dann wird man daran erinnert werden. Und ich hoffe und bete, dass vielleicht der eine oder andere sagt, das habe ich doch schon mal gehört. Da war doch mal was. Wo war das denn? Und gibt das in Google ein oder in YouTube und findet irgendein altes Video. Und dann schaut er sich das an und sagt, ach, da schau einer an. Das ist jetzt da tatsächlich passiert im Nahen Osten, ja? Wie der das gesagt hat, gibt es denn da noch mehr, was man da finden könnte? Und ich glaube, dass sich viele dann noch korrigieren werden und korrigieren müssen, ja? Und wenn ich was falsch gemacht habe und was sehe und mir jemand an der Bibel zeigen kann, dass ich falsch liege, dann korrigiere ich mich auch, ja? Ich bin auch nicht perfekt, ich weiß auch nicht alles. Und zum Schluss kommt es darauf an, dass Gottes Wort in Erfüllung geht und nicht unser Dickkopf, sage ich mal etwas verkürzt. Ja? Ihr wisst, wie ich das meine. Ja? Gottes Wort, das ist der Maßstab für alles, was wir lehren und für alles, was wir glauben. Ja? Und wenn da jemand falsch gelegen hat und erkennt, dass er von der Bibel her sich da korrigieren müsste, dann korrigiert er sich halt. Ist ja nicht schlimm. Ja? Gott zur Ehre und zur Lob. Ja? Darum geht es ja eigentlich. Das wollte ich euch nur mal so mitteilen. Ja? Und wünsche euch alles Gute, Gottes Segen. Viel Glaubensmut, viel Trotz, glaubt nicht alles, ja. Prüft die Dinge, prüft die Geister. Bleibt nüchtern, bleibt geerdet, hebt nicht ab, macht eure Arbeit ordentlich, führt euer Leben gut, führt euer Leben so, dass Gott und Menschen sagen, das ist ein Vorbild, ja, das ist wichtig für unser Glaubensleben. Und über die ganzen endzeitlichen Dinge, da wird diskutiert werden, bis der Herr wiederkommt, ja. Schön, alles Gute euch, Gottes Segen, und bis bald.